Hey Freunde, willkommen zu einem Guide zu den Reliktruinen, die lange Küste in Horizon Forbidden West, und die befinden sich genau hier ziemlich weit links in der Karte und wir sind hier bei einem Lagerfeuer. So, jetzt seht ihr die ganze Karte und vom Lagerfeuer laufen wir jetzt hier links rum und biegen dann hier ab, wo man diese helle kaputte Mauer sieht. Da gehen wir links rum auch und springen da jetzt rüber. Und gleich links kann man sehen, dass man hochklettern kann. Und hier sieht man auch schon diese Markierungen. Also müssen wir hier drauf und nach rechts. Und hier lassen wir uns fallen. Bis ganz nach unten. Drehen uns um und dort zerstören wir diesen Feuerglimmer. Jetzt gehen wir durch den neuen Raum, durch die Wand, drehen uns wieder um und sehen dann auf der anderen Seite, wo wir hergekommen sind, einen Schalter. Den können wir jetzt mit unserem Haken ziehen. Und danach müssen wir gleich nach links, denn dort können wir mit diesem Doppelsprung und dem Haken hier hoch. Und dieser Zug hier, der bleibt nicht ewig, also wir müssen ganz schnell sein. Und dann springen wir nach links, dort hier zur Kiste. Und die ziehen wir jetzt ein bisschen. Achtung, auf der anderen Seite kann man runterfallen. Und jetzt schieben wir sie hier runter. So, jetzt gehen wir mit der Kiste runter und schieben sie hier Richtung nach links. Also so, dass sie hier runterfällt. So, die Kiste landet im Wasser. Wir gehen auf die andere Seite und ziehen sie an Land. Und jetzt schieben wir die Kiste hier durch diese Tür. Und danach seht ihr links hier so einen Aufzugsschacht. Dort muss die Kiste rein. Hier wollte Aloy gerade nicht. So, jetzt geht's. So, ganz bis an die Wand. Und dann sieht man gleich hier oben so ein Gitter. Das können wir auch abreißen. Brauchen wir nämlich gleich auch. Und jetzt gehen wir hier raus. Und hier vorne rechts ist eine Treppe, da können wir hoch, dann gehen wir nach links und dort ist eine Energiezelle, die wir aufsammeln müssen. Und die bringen wir jetzt zum Aufzug. Das müssen wir aber etwas schneller machen, also nicht irgendwo hängen bleiben, denn die entlädt sich ziemlich schnell. Und ja, sonst müssten wir das Ganze nochmal machen. So, da sieht man schon, wo die Energiezelle rein muss. Und wir können jetzt in den Aufzug und damit nach oben fahren. Wieder aufgeladen. Es klappt. Jetzt laufen wir geradeaus, dann links, hier ein bisschen außen rum. Und dann sehen wir gleich auf der anderen Seite, dass wir uns da festhaken können. Also springen wir einfach auf die andere Seite. Doppel-X auf PlayStation, also für den Haken. Und dann können wir hier nach oben laufen. Beziehungsweise uns nach oben hangeln. So, jetzt gehen wir gleich links rum, nachdem wir den Loot gesammelt haben. Bis zu diesem Punkt. Und auf der anderen Seite sehen wir unten eine neue Kiste. Dort müssen wir hingleiten. Eine Kiste könnte nützlich sein. Hier ist auch noch ein bisschen Loot. Und jetzt zerstören wir den Feuerglimmer hier oben. Und die Kiste müssen wir jetzt durch dieses neu aufgebrochene Loch einfach durchschieben.
Manchmal bleibt die Kiste auch hier hängen, aber es geht auf jeden Fall. Und wir laufen dann nach links hier rüber zum Aufzug, benutzen ihn. Und wir wollen jetzt beide Kisten hier im Aufzug drin haben. Also wir nehmen jetzt einfach die Kiste und schieben sie dahinter, hinter die andere. Jetzt müssen wir wieder mit dem Aufzug nach oben. Und danach schieben wir die hintere Kiste raus aus dem Aufzug. Also gerade hier so hin. Jetzt müssen wir den Aufzug betätigen und eben haben wir ja das Gitter da oben kaputt gemacht. Das bedeutet, wir betätigen den Aufzug, gehen auf die Kiste und springen gleich da hoch durch dieses Loch. Jetzt müssen wir nach rechts und hochziehen und dann springen wir wieder raus aus dem Aufzug. Jetzt schieben wir diese Kiste nach unten, sodass sie auf dem Aufzug landet. Runter damit. Und anschließend gehen wir nach unten, fahren wieder mit dem Lift nach oben. Dann können wir schon mal auf die Kiste hier steigen. Bei mir war die Steuerung hier ein bisschen tricky, weil hier alles so eng war mit der Kamera und deswegen sind hier ein paar Schnitte. Auf jeden Fall müssen wir da wieder hoch, dann auf diese Kiste, die wir da drauf geschmissen haben. Man kann sie auch ein bisschen weiter nach vorne schieben, damit man besser gleich springen kann. Da hoch nämlich. Und dann wäre das Ganze auch schon erledigt. Hier vorne seht ihr gleich, beziehungsweise hinter euch seht ihr gleich das Relikt-Ornament. Und jo, das war's mit der Reliktruine. Wenn euch der Guide gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da und kommentiert fleißig. Und wir sehen uns dann im nächsten Guide wieder. Haut rein und bis bald! Wenn euch das gefallen hat, dann schaut gerne in meine anderen Videos vorbei. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Danke fürs Zuschauen, Leute.